Die 27 EU-Staaten haben das fünfte große Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Dieses beinhaltet erstmals auch ein Energieembargo mit einem Verbot russischer Kohleimporte, außerdem ein Waffenembargo und ein Veto gegen Hightech-Exporte in das Land. Grund für die neuen scharfen Sanktionen gegen Russland ist insbesondere die Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Umgebung der Hauptstadt Kiew nach dem Abzug russischer Truppen. Vor allem die Bilder von teils gefesselten Leichen auf den Straßen des Vororts Butscha sorgten für Entsetzen. Die neuen Strafmaßnahmen sollen nun den Druck auf Russland erhöhen, vor allem indem dem Land hohe wirtschaftliche Kosten auferlegt werden. Hinzu kommt, dass weitere Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Sanktionsliste kommen, unter ihnen seine Töchter Katerina Tichonowa und Maria Woronzowa.